Zeit kommt, hier oben an der Spitze findet der Stein. Dann hast du Musketen oder Silber? Bei den anderen. Die ganz normalen Musketenkugeln. Dann gehen wir hier in die Truhe. Achso. Hier sind noch diese Silberdinger, die ich gekauft hatte. Ja, okay, dann machen wir es so, genau. Nein. Die tue ich mich in die anderen Slots rein. Ja, das ist nicht schlecht. Dann können wir die Musketenkugeln für späteres Gecrafte verwenden. Ja. Oh, ist das hier. So. Okay. Ein kompletter Slot Kristallmunition, zwei Slots Silberkugeln und der dritte, der vierte Slot ist mit Dings. Mit normalen aufgefüllt. Hast du externen Server an oder intern? Extern. Dann kannst du eine Nacht machen. Dann dauert es jetzt auch nicht mehr. Weil ich sowieso noch ein bisschen Inventarmanagement betreiben wollte vorher. Und vor allem fehlt das Boss-Item noch. Ja, auch noch holen. Ich auch so ein Ding haben. Finden würde ich auch noch. Vielleicht kriegen wir so einen Zauberstab wie Petrian hat. Haben wir jetzt Tränke geholt? Nee. Wesentlich geilere. Ich hole mal Tränke, ne? Ich teile die dann mit euch. Ja, aber die nächste magische Waffe oder so sollte halt schon Kevin kriegen, weil ich habe jetzt einen relativ starken mit 58 Damage. Deine macht wie viel? 66? 68 hast du gesagt? 64 war's. 64. 2 hoch 6. Kevin, was ist deine stärkste Magiewaffe? Magiewaffe? Ja, 57, das Frostbrand. Ach so, ja gut, dann hast du doch so eine gute Waffe wie ich. Ich habe auch Nahkampfwaffe mit 57. Ich habe meine legendäre Waffe. Meine macht 62. Pfeiltempo ist scheiße. Putzkissen ist überlebenswichtig. Gib mir das, ich will das haben, ey. Für das Ding, ey. Aber ist doch meins. Das Schlimme mit den Furzkissen. Habt die Tränke? Also Heiltränke? Ich hab welche. Ja, 30 Stück, die 50, ne 100 Leben regenerieren. Ich hab 14. Trinkheitstrank gegeben. Ich hab schon Tränke, Kevin. Hast du schon? Hab ich schon. Hat er doch gerade gesagt, er hat 14. Ne, ich meine jetzt andere Tränke. Ich hab Dornentrank, Jägertrank, Wiederherstellung, Wiederbelebungstrank, Eisenkrank. Achso. Nee. Lohnt's mal kurz in die Kiste rein. Komm, den packen wir. Achso, Mana-Tränke. Ich müsste die Kampfplattform irgendwie ein bisschen größer sein. Breiter. Ich hätte voll Bock, daraus eine Arena zu machen, also hier rechts und links so Wände zu machen, dann so eine fette Arena. Ja, dann willst du mal fliehen, kommst nicht mehr raus. Warum? Du kannst doch nach oben hin offen machen. Ich hol mir einen Iron Skin Potion und einen Swiftness Potion, wenn's recht ist. Blinkheitstrank. Blinkheit und ein bisschen höhere Abwehr. Aber jetzt machen wir mal hier bitte mal hier Licht ins Dunkle, Kevin. Ja genau, jetzt kannst du auch hier rumschießen. Ich glaube, das hält aber nicht an den Dingern. Du musst da oben, da wo die Fackeln hängen, hier eins reinknallen. Müssten echt so Wände links und rechts machen, dann. Haben wir das Beschwörungs-Item jetzt? Ja, ich hab's Beschwörungs-Item. Wenn die Musik wechselt, dann werde ich es einsetzen. Ja! Ah, so. Mach den scheiß Dings weg, den Spiegel, ne? Hab ich. Gut. Habt ihr schon die ganzen Tränke geschluckt? Nee. Nö, das werde ich einfach per B machen. B drücken, alle Buffs werden aktiviert und fertig. Echt? Ist das? Und Kugeln so? Nicht vergessen, ne? Mit B kann man das machen? Ja, genau. Mit B trinkt der alles, was er trinken kann, oder was? Da, mit B sucht das ganze Inventar durch und gibt dir alle positiven Effekte, die es gibt. Aha, aber nicht Heiltrank oder sowas. Heil nee. Macht er. Und nee, wie gebe ich mir einen Mana-Trank? Nein, nicht M ist die Karte. Es ist wahrscheinlich N. K oder L. Also es wird um eins verschoben irgendwie in eine Richtung. Früher war es auch M. Dann lege ich mir das auf irgendein Feld, scheiß drauf. Mana Wiederherstellungstrank und. Los doch, Musik. Go, 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 go. Warte, noch nicht. Na, Simon, bist du aufgeregt? Ja!
Weiß ich. Ich sehe dich. Ich sehe uns schon mal verkacken. Warte mal, ich weiß nicht, was ich benutzen soll. Ich habe diesen Sternenumhang, ja? Dann Obsidian-Schild, den Ballon, Giga-M. Sternenumhang brauchst du nicht. Weg mit dem Ballon. Weg damit. Ja, aber dann habe ich falsch, habe ich Fallschaden oder hast du den auch nicht gewinnt? Ach so. Ich habe keinen Ballon. Ich habe immer Fallschaden. Also, du hast da das Hufeisen dran. Dang it. Ja. Hä, hey, du hast doch die Doppelsprung und so. Du hast doch die Schuhe. Ja, dann mach sobald du weg. Was soll's? Nein, lass doch die Schuhe. Wenn du fällst, kannst du auch so machen. Ach so. Du hast immer diesen. Ja. Dann nehme ich den Ballon raus. Genau. Du hast die Raketenschuhe. Wiederbelebungsbrei. Ja. Okay, dann. Achtung und go. Ich hab alles gebufft, was zu buffen ging. Warum trinken noch? Wo ist er denn? Ah, der macht erstmal den NPCs kaputt. Ja, da unten ist er. Ballert ihr schon? Ich sehe ihn nicht. Ja, der. Da ist er. Hey, der hat mich eingekesselt. Warum schieße ich nicht? Schieß. Ah! Juhu, der ist der Boss. Ich hab ihn, mein Gott. Alter. Oh mein Gott! Ich hab das Mann! Oh, nee. Die gehen gerade alle drauf. Oh Gott, ich bin fast tot. Erstmal auf den Schwarm draufballern. Der Boss da unten, der tut momentan recht wenig, bis auf das Schicken von seinen Minions. Da. Alter. Und immer wieder groß gucken, dass er die Herzen einsammelt. Darum ist er. Aua! Eine Maus nicht! Wir haben schon 10.000 runter. Gucken, dass wir immer fast sterben, sollten wir sterben. Bitte, so gut es geht, nie gleichzeitig sterben. Wo ist der? Das ist ziemlich der Boss-Mechanik, das ist ja eigentlich nicht mehr. Aber richtet euch schon mal darauf ein, dass ihr sterben werdet bei dem Kampf. Recht. Aber machen wir alle! Ja, der macht erstmal die NPCs und dann uns. Ja, die NPCs. Ich glaube, es war einfach eine schlechte Wahl. Ey, der lenkt bei mir, du guckst mich rum. Ich schieße einfach nur nach unten. Ich lasse die Taste gar nicht mehr los, die Schusstaste, echt. Ich lasse dich schon die ganze Zeit nicht mehr los. Ich schieße ganz nach unten. Das ist meine Magiewaffe. Das werde ich nachher mal tun, wenn ich keine Kristallkugel mehr habe. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Oh Gott. Nein! Der hat 20.000 schon weg. 20.000 schon, nice. Bei mir dauert es auch nicht mehr lang. Ich beeil mich. Bin gleich wieder. Obwohl. Ich bin wieder da. Ja. Ach, bin ich runterfallen? Alter, wenn du runterfällst, bist du tot. Nicht zwingend. Ich war tot. Ich sehe leider auch nichts. Hat gleich 3.000 weg, hat er. Ach ja, nur 60.000 Kapazität und nicht 80.000. Okay. Ja, Hälfte haben wir. Haben wir das wohl ein bisschen geändert oder ich hab's falsch in Erinnerung? Wo ist der? Komm her!
Dimitri benutzt einen geilen Zauberstab. Oh. Alter, der ist gleich tot. Nice! Kein Mana. 15.000er. Ja, dann. Dein Zauberstab macht richtig Damage. Ja, ja. Solange die Mana auflädt, werde ich so weiter schießen. Alter, wie viel Damage der kriegt. Packen wir noch 10.000. Ich auch! Stellt euch einfach an Fenster. Hier einfach an die Scheiße hier stellen. Von hier schießen. Noch 2,9. Packen wir locker. Lol? Der Schatz bin ich gestorben. Keine Ahnung, woran du genau gestorben bist, aber. Ich auch nicht. An den Geschossen, die da immer schießen. Ja, da. Die ziehen sau viel. Yes! Ja. Wo sind die Drops? Juhu. Irgendwo. Da wo der Kopf war, als er gestorben ist. Hat der Kevin sie eingesammelt? Nee. Oh. Hier steht irgendwas, was ist das denn hier? Das ist ein Grabstein. Das ist mein Tod. Ja, du bist der Einzige, der gestorben ist, du Noob. Leuchtet irgendwo im Boden was? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Am Arsch, oder? Hat er nichts gedroppt? Ja, der droppt immer was. Wir müssen es nur suchen. Ich hab's, glaube ich. Vielleicht? Ja. Nice. Juhu. 38 Soul of Might. Ich glaube, das könnte sogar für alle drei Dings reichen. Für alle drei Mega Sharks. Also von den Seelen her. Und 35 Hallowed Barn. Nice. Ist der Zeller denn jetzt noch richtig? War das der erste Boss, den wir besiegen mussten? Das war der Boss, in der Reihenfolge ich das Diagramm schon mal hingemacht habe, ja. Juhu. Das dann passt das wenigstens. Was ist das nächste? Das wären dann, glaube ich, die Twins, so wie wir das eigentlich schon haben. Aber erstmal sollten wir gucken.